It's Hanum. Draw! Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren GPL Season 5 Spieltag, genau genommen Nummer 14, gegen den guten Stratocopter und seinem Team Crustal Crusaders. Wie immer, wenn ihr wissen wollt, was ich mir beim Teambuilding gedacht habe, schaut das Teambuilding Video, was ein bisschen später kam, dadurch, dass wir relativ spät gekämpft haben und ja, es ist nicht so wichtig. Er hat auf jeden Fall dabei sein Snibunda, sein Panzerheron, sein Flogis, sein Impergato, sein Shaman und sein Vulcanion. Im Prinzip vieles, was ich halt erwartet habe, vieles, was auch gewechselt werden könnte. Er hatte Knackrack nicht dabei, was ich tatsächlich sehr, sehr schön fand, wo ich auch sehr positiv gestimmt war, als er das nicht dabei hatte. Vulcanion war tatsächlich dabei, mit dem ich tatsächlich ein bisschen weniger gerechnet habe, weshalb ich mit dem Vulcanion ein bisschen skeptisch auch war. Inwiefern mir das auf die Nerven gehen kann, wenn das potenziell irgendwie gescarft ist oder so, dann kann mir das doch hart auf die Nerven gehen. Gator ist dabei, bedeutet, wir müssen schauen, dass das Ding auf jeden Fall kein Setup bekommt. Der Flog ist Gummery Core, wie wir ihn kennen, Shaman halt wieder, ne? Ist halt schneller und kann Seed Flare drücken. Und das Weavile ist tatsächlich, beziehungsweise logischerweise auch dabei, mit dem er auch leadet, während ich mit Rotom geleadet habe, was für mich schon mein richtiges Kack-Matchup war, denn ich war mir nicht sicher. Pursuit Trappen wir den, also Pursuit Trappt der mich jetzt gleich am Anfang oder nicht, und da, auch wenn wir die Cobra Berry haben, brauche ich eigentlich, allein dadurch, dass er Skarmory, Impergato und sein Vulcanion dabei hat, war Rotom mir eigentlich ganz wichtig, aber ich würde sagen, wir schauen in den Kampf hinein, wie das so abgelaufen ist. Pokémon Trainer Lina fordert dich heraus, der Kampf beginnt. Wie gesagt, ich habe mit Rotom geleadet, während er mit seinem Weavile geleadet hat, was ziemlich kacke für mich war. Ich habe mich dann schlussendlich dazu entschieden, einfach, auch wenn er Verfolgung potenziell drücken kann, mich jetzt dazu entschieden, hier erstmal rauszugehen, weil ich mir dachte, okay, wahrscheinlich kommt in der ersten Runde dann eher der Knockoff, weshalb ich dann hier direkt in mein Sylveon gegangen bin, um das Ganze ganz gut abzufangen. Wenn er sich für einen Icicle Crash entschieden hat, der Mist, was für ihn natürlich ziemlich doof ist, denn das wäre ein guter Chip auf Sylveon schon mal gewesen. Für mich auch ein bisschen doof, weil ich dadurch nicht weiß, was er genau für ein Item hat, etc. Hier dachte ich mir, er wird wahrscheinlich in Skarmory gehen, geht aber tatsächlich hier sogar in Vulcanion, während ich hier gleichzeitig auf die Staffette gehe, dadurch mir die Switch Advantage sichern kann. Das bedeutet, wir können jetzt hier direkt mal mein Tyrantrum reinbringen. Hier hatte ich ein bisschen Angst, ob er Scarf ist und vielleicht schneller ist, weil ich ja Adamant fahren musste wegen dem Skarmory. Dann dachte ich mir aber gut, das Risiko kann er halt eigentlich nicht eingehen, weshalb ich jetzt hier safe auf Head Smash gehen kann und hier jetzt erstmal Fett Damage raushauen kann. Und da kommt das Gummery rein und wie wir sehen, das ist eindeutig für Steph, denn ansonsten hätten wir dem mehr gemacht, dadurch, dass wir Adamant sind. Das war eine ziemliche Midroll, die wir hier bekommen konnten. Und ich habe mich dazu entschieden, hier direkt in Lucario zu gehen, denn ich wusste, er wird entweder Roosten oder Rocks legen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Roostet, ist um einiges größer. Und Brave Bird würde nicht wirklich viel Sinn machen, wenn dann Iron Head, und das fangen wir halt vierfache ab. Und ich habe hier auch kurz überlegt, habe mich dann hier für den Nasty Plot entschieden, habe auch überlegt, ob ich vielleicht sogar erstmal Aura Sphäre drücke. Hier kommt der Shaman rein und genau deshalb habe ich mir überlegt, okay, Aura Sphäre wäre wahrscheinlich an der Stelle besser gewesen, um erstmal zu scouten, weil jetzt kommt der Shaman rein und das riecht danach, dass er Earth Power haben muss. Weshalb ich jetzt hier in meinen Miltank wechsle, weil Miltank Shaman eigentlich sehr, sehr gut checkt. Und er mit Shaman tatsächlich nicht viel machen kann. Wir sehen hier auch, er drückt hier tatsächlich Schocksamen. Also entweder hat er den Switch-Out predicted an der Stelle, was ziemlich risky wäre. Oder er hat vielleicht gar keine Earth Power. Also das habe ich dann natürlich in dem Moment hinterfragt. Wir kriegen jetzt erstmal schön den +1-Boost, was ich ganz angenehm fand. Und ich wusste, okay, gehen wir erstmal auf den Body Slam. Schauen wir mal, hat er doch irgendwie was? Oder einfach mal Body Slam drücken, ist ja nicht schlecht. Wir haben 30% Paralyse-Chance. Die kriegen wir auf den Skarmory auch. Was ich ganz nett finde, da das meine Bürde auch zum Beispiel auf Rotom verstärkt, auch wenn mir wahrscheinlich die Verbrennung lieber gewesen wäre. Und dadurch, dass jetzt Gummery drin ist und ich mir schon dachte, okay, der wird jetzt wahrscheinlich Tarnsteine etc. legen, können wir einfach mal schauen, was ist das für ein Gummery. Wenn er Toxin dabei hat, würde er das drücken. Wenn er Wirbelwind dabei hat, dann würde er das jetzt drücken. Wir sehen hier tatsächlich die Ockerberry, das heißt, die hauen wir ihm weg. Die Beere war jetzt nicht so wichtig, weil Miltank ist unser einziges Mal mit einer Feuerattacke. Er drückt hier aber tatsächlich Iron Head und dann dachte ich mir, hat er keinen Wirbelwind und kein Toxin auf dieses Skarmory. Und ich wusste, okay, das könnte ihm jetzt sehr stark zum Verhängnis werden. Ich dachte mir, gut, ich verliere hier eigentlich nicht viel, wenn ich jetzt anfange, mich gegen dieses Skarmory mit Steigerungshieb zu boosten. Was will er machen? Er hat tatsächlich was er machen kann. Und zwar hat er Konter auf diesem Skarmory dabei, was nicht gerade wenig Schaden macht. Okay, es macht ziemlich wenig, dadurch, dass der Steigerungshieb so wenig Schaden macht. Aber wenn wir dann mal einen Feuerschlag drücken, wie jetzt zum Beispiel, dann macht er schon ziemlich viel. Und ich dachte hier eigentlich, wir nehmen ihn an der Stelle raus.
Nehmen ihn aber tatsächlich nicht raus und er roostet. Und hier in dem Moment, ich hatte halt als erstes entschieden, okay, ich möchte Skarmory weghaben. Dadurch ist so der beste Check gegen mein Tyrantrum und mein Marmutil einfach weg. Und die zwei haben dann richtig Bock. Die zwei haben dann richtig Bock, richtig viel Damage an dem Team zu hinterlassen. Aber jetzt lebt das Ding halt wieder. Und ich weiß, der hat Konter, der könnte mich damit rausnehmen. Dann dachte ich mir, okay, dann boostest du dich jetzt erstmal weiter. Denn die Sache ist die, ich verliere damit eigentlich relativ wenig, wenn ich jetzt weiter auf Steigerungshieb gehe. Und ich habe wieder keine Ahnung, warum es hier laggt. Es tut mir wirklich leid, dass das immer wieder passiert. Ich kann das einfach nicht so anpassen, weil ansonsten ist der Rest zu schnell und da... Naja, es gibt irgendwie immer so Stellen, aber naja. Er roostet jetzt hier an der Stelle. War relativ klar, während ich halt weiter auf Steigerungshieb gehe, weil ich mir dachte, okay, eigentlich verliere ich relativ wenig, wenn ich mich jetzt hier, wie gesagt, einfach weiter booste. Und potenziell kann man gegen Stratos Team jetzt verdammt viel Damage machen, beziehungsweise sogar wahrscheinlich einen Mon sogar noch mit rausnehmen. Ich gehe hier jetzt ziemlich weiter auf den Steigerungshieb, habe jetzt so den Plan, okay, wir gehen einfach so hoch wie möglich. Er wird wahrscheinlich immer so versuchen, irgendwie mich mit Konter rauszunehmen, weil das momentan seine einzige Möglichkeit ist, dieses Miltank vom Spielfeld zu entfernen, das legitime Konter. Heißt, ich muss ein bisschen aufpassen, wann ich drücke, weshalb ich mich jetzt hier zum Beispiel auch erstmal für einen Body Slam entschieden habe, damit, falls er doch hier auf den Konter oder so geht, dass ich da passend bin. Aber er kriegt hier die Para. Und wir sind jetzt auf plus 5, meine ich, an der Stelle mit Miltank. Und ich dachte mir jetzt hier, wir könnten natürlich jetzt noch auf plus 6 gehen. Die Gefahr ist aber groß, dass er wieder entgegenboostet und dann kommen so Predict-Spielchen. Und dann dachte ich mir, gut, wir bleiben jetzt mit dem plus 5. Ein Feuerschlag wird hier jetzt safe ausreichen. Gehe jetzt auch auf den drauf und nehme das Skarmory jetzt hier raus, was super für mich war. Skarmory weg, bricht schon mal sein Flawless Skarmory Core und das war sehr, sehr wichtig für mich. Denn wie gesagt, das öffnet für Marmutil und Tyrantrum die Türen einfach, um viel, viel besser breaken zu können. Er entscheidet sich jetzt hier ins Nibuna zu gehen, wo ich mir dachte, ja, Weavile auch noch weg, das wäre ja perfekt. Denn Low Kick weiß ich ja, der macht nicht viel Damage. Der wird mir nicht allzu viel machen. Und wie wir sehen, macht der auch tatsächlich in Anführungsstrichen nicht so viel. Das war schon genug Damage. Das war mehr als genug Damage. Aber ich gehe jetzt hier auf den Body Slam. Dachte mir, okay, ist der eventuell Sash? Aber nein, ist er tatsächlich nicht. Wir haben auch keinen Live-Hop gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was für ein Item er hat. Eventuell hat er tatsächlich das ewige Eis. Weil ich glaube nicht, dass das hier gerade Choice Band Damage war. Ich glaube, das war nämlich weniger, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Er geht jetzt hier in Shaman und ich dachte mir, wenn er keinen Earth Power hat, dann ist wahrscheinlich sein anderer Angriffsmove Dazzling Gleam höchstwahrscheinlich, um Dings zu touchen. Und das reicht auch nicht aus, dadurch, dass ich ein bisschen mehr Bulk habe. Und dadurch überlebt Miltank auch diesen Dazzling Gleam und kann sich jetzt mit Milchgetränk hochheilen. Und dann dachte ich mir, ja gut, das Shaman kann mir nichts. Es wäre ziemlich risikoreich rauszugehen, weil ich immer auf den Body Slam drücken kann und dann noch irgendwas rausnehmen kann. Heißt, ich erstmal auf dem Shaman hoch, um in einer guten Range zu bleiben. Denn er hat ja noch in der Hinterhand ein potenzielles gescarftes Volcanium, was ich überleben möchte. Er hat noch... Was hat er noch? Bin mir gerade nicht sicher. Was hat er denn noch gehabt? Er hat auf jeden Fall ein potenziell gescarftes Volcanium, was wir auf jeden Fall noch überleben müssen. Das war so mein Hintergedanke. Und ich dachte mir, und ein Feraligator, was noch einen Body Slam überleben kann mit einer Roll. Weshalb ich mich hier dazu entschieden habe. Wir müssen auf plus 6 kommen, denn wenn wir auf plus 6 sind, dann überlebt nichts mehr davon irgendwas, außer es ist irgendwie Fistef Gator oder Fistef Volcanion. Die überleben dann schon noch was, die können mich dann aber auch nicht revengen in irgendeiner Form. Wenn die offensiv sind, können sie das schon. Und ja, wir kriegen hier gute Leftovers Recovery, er geht jetzt hier nochmal auf Zauberschein. Während ich mich jetzt dazu entschieden habe, glaube ich, hier nochmal auf Milchgetränk zu gehen, eben wegen diesem Volcanion. Ich habe halt wirklich stark mit dem Scarf Volcanion gerechnet, weil das mir mit Dampfschwall doch ziemlich krass auf die Nerven gehen könnte noch im Verlauf des Kampfes. Dadurch, dass ich halt eben Megalatias nicht dabei habe, sondern dieses wunderhübsche Miltank hier. Und Miltank ist jetzt auch wieder komplett hochgeheilt. Ich weiß, er kann jetzt noch einen Zauberschein rausbringen, aber wie wir schon gesehen haben, der macht süßen Schaden. Also das ist wirklich gar nichts. Und ich kann jetzt hier erstmal auf den Feuerschlag gehen und dieses Shaman aus dem Spiel nehmen. Und das sieht momentan nicht gut aus für Strato, denn er hat jetzt, glaube ich, nur Flawless Volcanion und Gator. Und wenn die nicht irgendwie ziemlich krass viel Bulk haben, dann sieht das auch für die sehr, sehr schlecht aus. Also Flawless kann am ehesten noch einen Move überleben, entscheidet sich aber dafür, hier erstmal Volcanion reinzubringen. Dachte mir, okay, das könnte eventuell einen Move überleben und damit Steam Eruption mir nochmal auf die Nerven gehen, mir einen Burn oder so verpassen, das wäre nervig. Aber wie wir sehen, das Volcanion ist weg
Und in dem Moment dachte ich mir, passiert das gerade wirklich? Sweep ich gerade mit Miltank? Und wir sind halt auf plus 6, ne? Also, da kann er jetzt auch sein Gator reinbringen. Da hätte er jetzt auch Florges reinbringen können. Beide überleben keinen Move mehr, da war ich mir sehr sicher. Hier habe ich auch gesehen, okay, ich bin schneller als Gator, perfekt. Heißt sogar, der Speed Creep ist auch aufgegangen. Beziehungsweise der ja auch absichtlich so gesetzt war, dass das alles eigentlich aufgehen sollte. Wir nehmen Gator raus. Und es ist jetzt, glaube ich, keine Überraschung, wenn ich sage, dass Florges hier das Ruder nicht mehr rumreißen kann. Weil wir in der Hinterhand noch einen Head Smash Tyrantrum, wir hätten noch EQ, beziehungsweise Icicle Crash, Mammo gehabt, wir hätten noch einen Lucario gehabt. Aber Miltank denkt sich, weißt du was, heute nicht, Jungs, heute nicht, heute haue ich dieses Florges auch noch um. Und Miltank hat hier tatsächlich 6-0 gesweept, das heißt, ich kann jetzt von mir behaupten, ich habe tatsächlich auch meine GPA gesweept. Ein sehr überraschender Sweep für mich. Ich meine, die Intention war tatsächlich schon dahinter, mit Miltank irgendwie zu sweepen, beziehungsweise es ging mir mehr darum, auf allem möglichst viel Damage zu verteilen, ohne dass Miltank irgendwie als Rock-Setup-Opfer oder Wish-Setup-Opfer, nenne ich es jetzt mal, rauskommt. Im Endeffekt hat das einen super Job gemacht. Klar, die Paare hat auf jeden Fall gemattert, die hat ihm diese Spielchen weggenommen, die wir hätten haben können mit dem Konter. Ich bin mir nicht sicher, wie der Kampf dann ausgegangen wäre. Aber im Endeffekt, weiß ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es etwas geändert hätte. Ich hätte drumherum spielen können, glaube ich. Ich weiß es aber nicht 100%, wie es ansonsten ausgegangen wäre. So hat halt Miltank hier 6-0 Stratos-Team besiegt, worüber ich sehr glücklich bin. Das macht meine Differenz mal ein bisschen hoch, weil meine Differenz sowieso nicht die beste ist. Und ja, das ist halt meine Kuh, ne? Ich habe mitten im Kampf auch gerufen, das ist meine Kuh und dachte mir schon, passiert das gerade wirklich? Ist es wirklich passiert? War ich sehr froh drum. Obwohl ich auch ein bisschen Schiss hatte am Anfang mit dem Rotom-Lied, das brauche ich noch. Aber es ist aufgegangen. Strato hat, ich bin mir relativ sicher, dass er mit so einem Set nicht gerechnet hat. Ich bin mir da sehr sicher. Ich glaube, sonst wäre das nicht passiert. Er hat sich auch sehr, sehr stark eher auf Threats wie Megalatias und Manaphy vorbereitet. Er hatte nämlich zum Beispiel, was er mir gesagt hat, ein Toxin- und Dunkelnebel-Vulkanien. An Dunkelnebel-Vulkanien habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Was er aber dann nicht mehr gegen Wildtank reingeholt hat. Weil er vor dem potenziellen EQ Angst gehabt hatte. Weil er halt das Milchgetränk in dem Moment nicht drin hatte. Ich bin mir nicht sicher, ob es besser gewesen wäre, im Vulkanien zu gehen, um einfach wenigstens es zu versuchen, das Miltank wieder von seinen Boosts runterzubringen. Aber in dem Falle war es ja kein Fehler. Er dachte halt, es wäre EQ und hat versucht, es anderweitig zu entfernen, das Miltank. Denn er hat es dann schon richtig gespielt. Dadurch, dass er mit EQ gerechnet hat, hätte er mit Shaman reingehen müssen und es damit besiegen müssen. Und bei Volcanion wäre es halt mit Dunkelnebel praktisch gewesen. Hätte ich EQ gehabt, wäre das aber wieder das Problem gewesen. Im Endeffekt war es halt für ihn so ein Gamble. Hat er jetzt EQ oder hat er Milchgetränk? Je nachdem geht es halt schlecht für ihn aus und das hat er halt auch verloren. Aber trotzdem GG. War halt doch etwas lucky von meiner Seite. Aber naja, was soll man machen, das passiert. Ich bin froh, dass ich jetzt auf jeden Fall nicht in der Rückrunde mit 0 Siegen rausgehe. Das war meine schlimmste Befürchtung nach den ersten zwei, oder nach dem ersten Spieltag zumindest, wo ich diesen Brain-AFK-Moment hatte, der war einfach komplett weg, hatte, dass das dann so ausgeht. So habe ich jetzt schon mal einen Sieg. Leider kann ich es nicht mehr machen, dass ich gegen jeden, gegen den ich in der Hinrunde verloren habe, gewinne, weil ich gegen Maxi schon verloren habe. Aber ich versuche das natürlich zu machen, mal schauen. Nächste Woche geht's gegen Belly, da sehen wir dann, wie es ausgehen wird. Wir sehen uns dort. Bis dann und ciao.